Hallo die Damen und willkommen zu einem neuen Teil von Let's Erklär, dem dritten Teil. Heutiges Thema sind die Geoden der Trockenkuppe und damit das Geodenfarmen. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, warum wir Geoden farmen sollten, was uns das bringt, wo wir die Geoden farmen können und mit welchen Hilfsmitteln der Community und mit welchen Mechaniken der Karte wir das auch erreichen. Viel Spaß! Frage 1. Warum Geoden farmen? Einfache Antwort, um diese Geoden auszugeben, und das können wir auf der Karte machen, auf der Trockenkuppe, da es hier bestimmte Händler gibt, die Geoden annehmen und uns dafür Waren geben. Die Händler, die erkennen wir auf der Karte immer an dem normalen Kaufmannssymbol, kombiniert mit der Stufenzahl, die die Karte gerade erreicht hat. In dem Fall ist es bei mir Rang 3. Das kann man hier auch schön sehen, indem man hier die Gunst der Sephiriten sieht. Das heißt, wir haben gerade Rang 3 erreicht und somit verkaufen die Händler alle Gegenstände der dritten Stufe. Das heißt, die Händler haben hier immer verschiedene Tabs. Es geht von Rang 1 bis Rang 6. Und im Rang 6 bekommen wir also für die Geoden das meiste. Wir geben am wenigsten Geoden aus und bekommen schöne Sachen dafür. Nur mal zum Vergleich, den Sephiritendolch, beispielsweise den Dietrich, bekommen wir hier für 13 Geoden ein. Bei Rang 3 wären es noch 23 Geoden. Also es wird auf jeden Fall spürbar günstiger. Hier gibt es natürlich auch bei einem Händler einen normalen Werkzeugtab, den wir gleich ignorieren werden, weil der uns einfach das normale Zeug bringt, was jeder Kaufmann verkauft. Aber dafür müssten wir noch Geoden ausgeben, die wir aber natürlich sinnvoller anlegen wollen. Das heißt, wir schauen hier in die Ränge rein, in die Tabs, und mit dem höheren Tab, das heißt im höheren Rang, schalten wir auch mehr Gegenstände frei. Auf dem höchsten Rang haben wir also dann die volle Auswahl. Das heißt, wir bekommen einmal Dietriche für Geoden. Das sind einfach die Schlüssel praktisch für die Truhen, die es auf der Karte gibt, zu denen ich später mehr erzähle. Dann gibt es die Möglichkeit, Rezepte zu kaufen mit der Stat-Kombo Zähigkeit, Heilung, Vitalität, exotische Ausführung und aufgestiegene Ausführung. Dann sandigen Beutel mit Ausrüstung, das ist also Quatsch, da kriegen wir grüne Gegenstände raus und mit Glück auch mal was Gelbes oder was Exotisches, brauchen wir also nicht. Dann gibt es Rezepte für Nahrungsmittel, auch das ist relativ sinnfrei, es sei denn, du bist also ein Kochspieler, der auch wirklich jedes Rezept haben möchte. Viel interessanter wird es dann hier mit den exotischen Rezepten. Das heißt, hier handelt es sich um die sogenannten Amprit-Waffen. Das sind Waffen, die eine Art Bernstein-Thema haben. Das heißt, bestimmte Insekten sprechen hier für einen bestimmten Waffentyp. Dazu auch gleich mehr. Und dann haben wir hier noch was Besonderes, nämlich die Rezepte für die Herstellung von Maultraut. Maultraut ist einfach ein aufgestiegener Gegenstand, der dazu da ist, den ganzen Blutsteinstaub, den man im Spiel bekommt, aufzufressen und dafür Müll zu bekommen oder mit Glück auch mal was Exotisches oder was Gelbes. Das heißt, diese ganzen Sachen wiederum könnt ihr aber auch normal im Handelsposten kaufen, da ist es aber spürbar teuer. Das heißt, wenn ihr das selbst herstellt, spart ihr immer ein bisschen Geld, müsst aber natürlich erstmal die Rezepte erfahren und braucht auch die entsprechenden Berufe, wie ihr seht, hier auf 400. Das heißt, Juwelier, Lederer, Rüstungsschmied und, Hitzestein braucht sogar einen Beruf auf 500. Ja. So viel zu den Rezepten, die wir kaufen können. Mehr gibt es also nicht dafür zu kaufen, aber diese Rezepte für die exotischen Waffen, die schlagen sich noch in einem anderen Bereich nieder, nämlich bei den Sammlungen. Das heißt, wir haben hier durch die Sammlungen ja neue Anreize bekommen, das Spiel zu spielen. Bei den seltenen Sammlungen gibt es da eine neue, und das ist die Amprit-Waffensammlung. Was ist das? Das ist einfach das Stück, was zu den Rezepten für die Waffen gehört. Das heißt, mit den Rezepten könnt ihr diese Waffen herstellen. Das heißt, pro Waffe kostet das Rezept 340 Geoden auf der höchsten Stufe. Schauen wir nochmal ganz kurz, ob das stimmt. Rang 6, und da sind es 340 Geoden. Das heißt, jede Waffe hier ist mindestens 340 Geoden wert. Und das ist schon eine ganze Menge, weil man diese Geoden auch erstmal farmen muss. Zum Farmen und wie ihr das macht, später im Video mehr. Und diese Waffen sind also, wie gesagt, Bernsteinwaffen, die ein bestimmtes Thema haben. Hier haben wir einen Schmetterlingshammer. Wir haben hier das coole Großschwert mit einem, was ist da drinne? Kennt man schwer, sieht wie ein Skorpion aus. Ja, und eben den ganzen Spaß, das Schild ist noch relativ cool. Ja, und wer diese Sammlung haben möchte, also als Belohnung gibt es dann 25 Erfolgspunkte und die aufgestiegene Rüstungskiste, der muss die ganzen Rezepte farmen. Und das bedeutet, ihr braucht immer wieder Server, die euch die Geoden bringen, und deshalb kommen wir dann auch gleich zur nächsten Frage, wo Geoden farmen.
Kommen wir nun zur nächsten Frage, der Frage nach dem, wo Geoden herbekommen. Und da ist die erste Anlaufstelle für uns natürlich die Karte der Trockenkuppe, auf der wir uns gerade befinden. Wie bekommen wir hier Geoden? Möglichkeit Nummer 1 ist, indem wir hier einfach die Events machen, das heißt zum Beispiel das Dunst-Event, was uns bestimmte Marken-Geodenwerte bringt. Das heißt, für jeden Sandsturm, wir befinden uns gerade in der Sandsturmphase, bekommen wir pro Event 2 Marken plus 2-mal die entsprechende Gunststufe. Das bedeutet, wir befinden uns hier auf Rang 4 der Gunststufe, mal 2 macht 8, plus 2 reguläre Geoden, die wir immer bekommen, macht 10 Geoden, die wir also pro Event auf der Karte bekommen. Gibt es hier Events, gibt hier Events, überall gibt es Events, das heißt, pro Event könnt ihr 10 Geoden abgreifen auf Stufe 4, auf Stufe 6, auf der höchsten Stufe, sind es entsprechend 12 Geoden pro Event, die ihr bekommen könnt. Und ihr habt hier also immer eine halbe Stunde Zeit zu farmen, weil es praktisch immer einen Phasenwechsel von einer halben Stunde gibt. Jetzt wird es wichtig, wenn wir darüber sprechen, was in Phase 2 noch passiert. Und zwar gibt es neben dieser Sandsturmphase natürlich noch die Phase ohne Sandsturm, die Phase der Absturzstelle, so wird das glaube ich genannt. Hier wird dieser Geodenwert leicht reduziert. Hier bekommen wir einfach nur eine Geode plus die entsprechende Stufe. Das heißt, hier können wir maximal bis zu 7 Geoden bekommen pro Event, wenn ich mich nicht täusche, oder 6 Geoden waren es maximal. Und das bedeutet, dass natürlich auch hier das Ziel sein muss, okay, wenn wir also Geoden bekommen wollen, viele Geoden bekommen wollen und hier ordentlich farmen wollen auf der Karte, brauchen wir eine hohe Gunststufe der Sephiriten. Das heißt, wenn ihr während der Phase 1 der Absturzstelle euch echt Mühe gebt, eine gute Community habt, dazu wie gesagt später mehr, wie wir das hinbekommen, könnt ihr diese Gunst der Sephiriten so weit hochtreiben, dass ihr Rang 6 erreicht, um dann im Sandsturm die volle Geodenzahl zu farmen. 12 Geoden pro Event. Da bekommt ihr schnell eigentlich eine gute Menge zusammen. Aber das ist, wie gesagt, nicht die einzige Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, Geoden zu bekommen, sind die verschlossenen Truhen, die wir hier jetzt sehen. Die spawnen auf der Karte an bestimmten Stellen, aber relativ zufällig. Das heißt, für jeden pro Sandsturm spawnen die an neuen Stellen, die man aber nach einer bestimmten Zeit auch kennt. Und in diesen vergrabenen, verschlossenen Truhen können auch Geoden drin sein. Hierzu braucht ihr diese Dietriche, die wir in dem ersten Teil des Videos gesehen haben, die man also auch für Geoden kaufen kann. Und da drinnen können Geoden sein und andere schöne Sachen, die man auf jeden Fall für das Spiel braucht. Beispielsweise kann man hier auch ein Mini bekommen aus den Truhen. Das ist der Mini-Affenkönig. Das ist hier das Mini. Relativ hübsch, hat jetzt kein besondere Bewandtnis. Weiterhin können dort diese Amprit-Bernsteinjuwelen sein, mit denen wir diese Amprit-Waffen herstellen, über die ich im ersten Teil gesprochen habe. Diese rohe Bernsteinform können wir dann hier beispielsweise, ich zeige euch das ganz kurz, bei dem Sammler versteinerter Insekten umtauschen. Das heißt, wir hatten es in Video 1, es gibt für jede Waffe ein bestimmtes Rezept und jede Waffe braucht dafür noch ein bestimmtes Insekt für dieses Rezept. Und hier können wir also diese Bernsteinteile dann umwandeln. Das ist hier drüben bei dem Händler, bei dem Käfertyp hier. Das heißt, ihr braucht ein nicht identifiziertes, versteinertes Insekt und könnt es dann gegen ein bestimmtes umtauschen, um eine bestimmte Waffe zu bekommen. Auch hier wieder bei dem Händler gibt es sandige Beutel mit Ausrüstung, wer auch immer sich das ausgedacht hat, wieder völlig sinnfrei, braucht keiner. So, das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, an Geoden zu kommen. Die zweite Möglichkeit ist, indem wir uns mit dem PvP beschäftigen. Das heißt, wir haben hier, ja schon seit längerer Zeit jetzt, Belohnungspfade, die wir abschließen können, das heißt, die uns zum Beispiel für Dungeons über die Zeit Waffenkisten und Rüstungskisten geben. Aber es gibt eben auch sogenannte Regionspfade. Und in dem Fall gibt es hier den Belohnungspfad Maguma-Einöde, der uns am Ende beispielsweise eine richtige Menge an Geoden bringt und nebenbei auch an diesen, also so ein Amprit-Fossil, von dem ich eben gesprochen habe. Das heißt, ihr bekommt hier, wenn ihr einen Pfad abschließt, immer eins von diesen Amprit-Fossilen, was ihr eintauschen könnt. Da diese Amprit-Fossile sonst nur in den Truhen zufällig spawnen und die Spawnrate sehr gering ist, ist es zum Beispiel für Leute, die die Sammlung voll machen wollen, also die Sammlung, die ich letztens vorgestellt habe, im letzten Teil des Videos, diese Sammlung der Amprit-Waffen, für die ist es wichtig, eigentlich die Belohnungspfade immer zu machen. Denn sonst kommt ihr kaum an diese Amprit- Insekten. Weiterhin ist es noch schön, dass man über den Weg eben Geoden bekommt, den seidenen Sand. Der seidene Sand ist praktisch wie so eine kleine, ja wie sagt man so schön, Trash-Währung, die ab 10 Stacks immer umgewandelt werden kann in zufällige Sachen wie Geoden oder Banditenwaffen oder Sephiriten-Dietriche. Und wir machen das jetzt mal einfach, damit ich das zeigen kann, mal ein Beispiel. Wir haben also hier den Belohnungspfad, das war der falsche Tab, den Belohnungspfad der Maguma-Einöde.
Und wenn ihr die Dailies macht, das ist ein schöner Weg, auch mal zu zeigen, wie man die Dailies effektiv umwandeln kann in Fortschritt im Spiel. Das heißt, ihr habt pro Tag tägliche Erfolge, meistens PvP-Erfolge, beispielsweise Spielersiege, Eroberungen und diese täglichen Klassensiege. Und die entsprechenden PvP-Dailies würde ich zum Beispiel immer machen, da ihr somit parallel Belohnungspfade hochtreiben könnt. Ihr könnt beispielsweise Dungeon-Marken dadurch bekommen, Dungeon-Sammlungen vervollständigen, etc. Und hier ist es so, bei den Daily-Erfolgen PvP gibt es zwei leichte Erfolge und zwei schwere Erfolge. Entsprechend gibt es für die zwei leichten zwei gelbe Truhen und für die schweren zwei exotische Truhen. In diesen Truhen wiederum sind dann die sogenannten Tränke der PvP-Belohnung, der Belobigungstränke praktisch, die diese Belohnungspfade hochtreiben können. Das heißt, wenn ihr hier die Belohnungspfade seht, ist es immer ein Fortschrittsbalken, den ihr ganz normal durchs PvP-Spielen, durch die Erfahrungspunkte vollmachen könnt, aber diese Tränke hier, die man bekommt durch die Dailies, sind praktisch nur dazu da, diesen Pfad voll zu machen, ohne euer PvP-Level zu steigen. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Wir wenden das an und ihr seht, 3%. Das hat nicht gereicht. Mal weiter. Jetzt sind wir bei 4%. Und bei 6% und so weiter. Und in diesen Wegen, die wir hier also haben, gibt es immer so Zwischenstufen. Das heißt, wir bekommen hier sogenannte Dürre-Inquisiturlager. Da sind dann auch wieder Geoden drin oder ganz normale Transmutationsladungen. Wenn wir diese Teile aufmachen beispielsweise, bekommen wir diese besagten Haufen seidenen Sandes. Die können wir doppelklicken und bekommen Banditenwappen, Dietrich, etc. Und da kann eben auch mal gar nichts drin sein, wie wir gerade gesehen haben. Das Gute ist jetzt, wir haben einen Dietrich, dann kann ich euch gleich nochmal, kleiner Exkurs weg von den Belohnungen im PvP, nochmal kurz diese Truhe zeigen. Ich hatte gerade keinen Dietrich ausgerüstet. Dann kann ich euch ganz kurz zeigen, was da rauskommen kann. Wäre natürlich sehr zufällig und sehr glücklich, wenn ich jetzt direkt so ein Amprit-Juwel rauskriege, was ich aber nicht glaube. Wie gesagt, in den Truhen können auch die ganzen Sachen drin sein, die der Händler verkauft, da aber beschränkt nur auf die Rezepte der Stats-Kombi. So, und hier, was haben wir rausbekommen? Wollreste, Ampritbrocken, Seidener Sand, Geoden, Dragonit-Erz und eine vergoldete Schatulle. Hier auch ganz wichtig, die Ampritbrocken beispielsweise, das ist so eine Art Rohstoff, den wir hier auf der Karte bekommen können, den brauchen wir auch wiederum für diese Sammlung der Waffen. Da brauchen wir nämlich dieses Zeug hier raus, diese Ampritstücken, die wandeln wiederum um in Amprit-Barren, glaube ich, und die brauchen wir dann für das Herstellen. Weiterhin haben wir hier also hier diese Truhe gehabt. So. Und wenn wir diesen Pfad weiterverfolgen, das heißt PvP, die Belohnungspfade, bekommen wir also immer für die Dailies diese schönen Truhen. Die gelben bringen jeweils eine von diesen Belohnungsteilen. Das heißt, die können wir wieder umwandeln und Zwischenstufe erreicht. Ihr seht das immer, das steigt also nebenbei und dann bekommen wir wieder neuen Seiten in Sand. Sogar dieses Mal Glück, wir haben einen gelben Gegenstand bekommen. Den verwerten wir gleich. Verwerten das wieder und so könnt ihr praktisch über den Belohnungspfad parallel zum eigentlichen Farm auf der Karte eure Geodenzahl immer weiter steigern. Natürlich das relativ langsam, aber über die Zeit, über diese Zwischenstufen hier, gibt es immer mal wieder große Pakete mit vielen Geoden. Was will der hier? Mal ganz kurz mal besiegen, damit wir hier auch das weiter zeigen können. Das war nicht so clever. Ja, wie auch immer, der resettet gleich. Gut, und diese großen Truhen, die ich euch gezeigt habe, die bringen also immer zwei von den Teilen. Das heißt, durch einmal alle Dailies machen im PvP, bekommen wir am Tag bis zu 6 von diesen Belohnungstränken. Und die können wir alle hier drüben in den Balken umwandeln und wieder eine Belohnungsstufe geschafft. Wir kriegen sogar, glaube ich, die große. Schauen wir mal, ob wir das noch erreichen mit den zwei Tränken. Ja, das dürfte reichen. So, perfekt. Es ist eine von diesen großen Belohnungsstufen, das heißt, ein Belohnungspfad hat immer verschiedene Ränge, Rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, und die wiederum bringen mehr als das normale, das heißt, hier haben wir bekommen sogar 10 Geoden und 100 Haufen seidenen Sand, den wir wieder umwandeln können und bekommen Banditenwappen und Geoden raus. So, jetzt kommt das wichtigste Stück an die Belohnungspfad, das ist die Endtruhe. Die bringt uns sehr viel, wie wir sehen. Hier ein Beutel mit 100 Geoden, 250 seidenen Sand, dann diesen Quatsch, den wir eigentlich kaum brauchen, Obsidian-Scherben, die man vielleicht für ein Legendary braucht, Klee auch fürs Legendary und Sephiriten-Dietrich. Und wichtig ist hier noch, dass wir also hier auch die Chance haben, gezielt eins von diesen Insekten auszuwählen für eine Waffe. Bei mir bedeutet das, ich bin gerade dabei, das Ding zu vervollständigen, also gucke ich nach. Was habe ich noch nicht? Ich weiß, dass meine
Waldläuferin da schon ein paar Insekten hat. Deshalb werde ich das jetzt nicht auswählen, weil es sein kann, dass ich das nicht korrekt mache. Also lasse ich das erstmal ungeöffnet, aber das ist eben eine Möglichkeit, auch an Geoden zu kommen. Und neben diesen Sachen habt ihr noch die Chance, also neben den Events, den verschlossenen Truhen, dem seidenen Sand, dem PvP-Pfad, über die lebendige Geschichte an Geoden zu kommen. Es ist für Neulinge relativ unmöglich, das jetzt von Beginn an zu machen. Ihr müsst ja diese lebendige Geschichte-Episoden, die es gibt im Spiel, freischalten. Das heißt, wenn ihr zur Zeit der lebendigen Geschichte da wart, habt ihr das kostenlos bekommen. Sonst muss man diese Sachen nachkaufen. Und Staffel 2 der lebendigen Geschichte beginnt also in der Trockenkuppe. Das ist hier diese erste Mission. Und hier gibt es eigentlich bis zum Ende durch, ich glaube bis zur sechsten Episode gibt es ja immer so Zwischenziele in den Missionen, so Erfolge. Und diese Erfolge bringen euch immer ein paar Belohnungstruhen, mit denen ihr auch Geoden erspielen könnt. Das ist also die Möglichkeit, auch an Geoden zu kommen, und ist auch die letzte Möglichkeit, an Geoden zu kommen. Weitere Möglichkeiten gibt es nicht. Im letzten Teil des Videos möchte ich euch jetzt aber nochmal ganz kurz dann vorstellen, wie wir also mit der Community überhaupt Rang 6 Server erreichen können und wie ihr so einen Server findet und wie ihr mit der Community in Kontakt treten könnt. So, kommen wir zum letzten Videoteil, des Infovideos zum Geodenfarmen. Jetzt geht es nochmal darum, euch zu sagen, wie ihr eine Community findet, um diese Karten auf Stufe 6 zu bringen. Früher gab es die Möglichkeit, einfach über das Gruppensuchtool hier bei den Inhalten der offenen Welt einen guten Tri-Top-Server bzw. Trockenkuppen-Server zu finden. Das Problem ist, dass sich das alles jetzt in die Silberwüste verlagert hat. Das heißt, mit Publix werdet ihr hier schwer noch einen Server auf Rang 6 hochtreiben. Deshalb brauchen wir eine Community. Und da ist einfach die gb2community.de Seite eure Anlaufstelle, euer Ansprechpartner. Hier ist nämlich so, dass sich die Jungs und Mädels 18:40 täglich treffen in dem TS und hier die Trockenkuppe auf Stufe 6 hochspielen. Wie funktioniert das? Einfach mit Leuten, die wissen, was sie tun. Das heißt, die GW2-Community-Seite teilt sich in verschiedene Gruppen auf, die also alle Events abdecken, denn um Rang 6 zu erreichen, müssten wir mit dem Zerg parallel alle Events machen, die aber zeitlich begrenzt sind, was also unmöglich ist. Deshalb teilt man sich auf in die verschiedenen Gebiete, Hochland-Oase, Dürrehochland, Dünenhochland, Schürftal und Herausfordererklippen. Wichtig für Anfänger ist, dass ihr euch einfach erstmal den Zerg haltet. Der Zerg trifft sich dann meistens hier und beschäftigt sich mit dem Schürftal. Wenn jemand Lust hat, sich auch mal mit kleineren Gruppen auseinanderzusetzen, dann lässt man sich einfach in eine bestimmte Farbe einteilen. Wenn ihr was nicht versteht und nicht wisst, wie diese Farbgruppen hier agieren in den Events, dann auf jeden Fall nachfragen. Da sind die Damen und Herren sehr, sehr kooperativ meistens. Und wichtig ist hier also noch zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert mit dem Aufteilen und wie man die Karte betritt. Die GW2-Community-Seite besteht also aus Spielern, deutschen Spielern von verschiedensten Servern. Das Abaddon ist bis Trakasee, das heißt, die Spieler haben meistens auch verschiedene Trockenkuppe-Karten und sind auf verschiedenen Karten. Und jetzt ist einfach das Ziel von einem Zusammentreffen im TS, dass ein Spieler oder mehrere Spieler, die auf einer leeren Trockenkuppe-Karte sind, das im TS bekannt geben und sich als Taxi anbieten. Taxi anbieten heißt, sie stellen ihren Namen in den TS, join irgendein Name, und ihr benutzt diesen Namen, tretet der Gruppe bei und könnt dann mit Rechtsklick auf das Porträt, was hier links erscheint, die Karte betreten. Die Karte ist dann also noch leer am Anfang und ihr bevölkert die durch diese Taxis Stück für Stück. Dann trifft man sich hier auf dem schönen Platz, das ist der Erneuerungszufluchtsplatz, und hier wird dann meistens aufgeteilt, beziehungsweise der Zerg sammelt sich, damit auch die Commander, also wichtig ist auch, dass ihr auftaucht, damit die Commander sehen, okay, wir haben genügend Leute. Also nicht einfach irgendwo auf der Karte rumdümpeln und warten, bis es losgeht. Und am Anfang empfiehlt es sich auch, dass ihr die Leute nicht mutet, damit ihr auch versteht und zuhört und nachverfolgen könnt, wie die Events gemacht werden, warum in der Reihenfolge und was da zu beachten ist. Ja, und sonst muss man hier eigentlich nicht viel sagen. Ich hau euch diese TS3-Adresse noch in die Beschreibung rein, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, und bis zum nächsten Mal.